Freunde der gepflegten Spielekultur, herzlich willkommen zum nächsten Flashpoint, wieder im Auftrag der Vereinigten Sonnen, wieder im Reich der Vereinigten Sonnen und diesmal ein mittlerer Flashpoint, das heißt drei Missionen warten auf uns, ein Rare-Item wartet auf uns und ja, Piraten warten auf uns. Ich würde sagen, gehen wir es mal an, ich bin schon vor Ort geflogen. Jo, die übliche Konversation am Anfang. Ich finde es eigentlich ganz nett gemacht. Es ist nur, ich sag mal, für ein Let's Play ist es echt ätzend. Aber ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt rausschneiden. Ihr sollt ja wissen, was passiert. Wer sich's durchlesen mag, der kann natürlich gern auf Pause drücken und sich das Ganze mal kurz näher anschauen. Ich habe nach wie vor keine Möglichkeit gefunden, das Ganze auf Deutsch umzustellen. Warum auch immer, obwohl ich diese Beta Localization Branch im Steam eingestellt habe. Vielleicht ist da jetzt ein Button in den Optionen aufgetaucht, den ich noch nicht gesehen habe. Aber gut, ist so. Ja, mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Oh, sehr viel Kohle oder sehr viel Salvage, je nachdem. 3,5 Totenköpfe. Ja, wir haben eine Escort-Mission vor uns. Das heißt, ich brauche tendenziell ein paar schnellere Mechs, sagen wir es mal so. Ja, müssen wir mal gucken. Ich nehme natürlich wieder den Salvage mit. Das Geld interessiert mich da jetzt weniger. Der Atlas fliegt hier definitiv raus. Stalker bleibt, Highlander bleibt und dann müssen wir mal gucken, was wir noch haben. Movement 3. AK-20 ist allerdings jetzt nicht unbedingt eine Waffe, die ich hier gern mitnehmen würde. Halt, nein, den wollte ich auch nicht. Es wäre eine Überlegung wert, diesmal mit zwei Grashüpfern zu spielen. Das wäre wirklich mal eine Idee. Ich glaube, das probieren wir auch mal aus. Da haben wir zumindest zwei relativ schnelle Mechs, zwei sprungfähige Mechs vor allem. Allerdings brauche ich dann auch wieder einen anderen Piloten. Da fliegt jetzt mal meine Wenigkeit raus. Jo, würde ich sagen, gehen wir mal so an. Mal mit zwei überschweren und zwei schweren Mechs. Und dann schauen wir mal, ob wir das so gerockt bekommen, wie ich mir das vorstelle, oder ob wir direkt auf die Nase fallen. Ja, und los geht's. Schauen wir mal, ob wir uns erst wieder durch irgendwas durchkämpfen müssen oder ob die Eskorte im Prinzip, beziehungsweise das, was wir eskortieren müssen, hier direkt auf uns wartet. Ja, dass der Stalker und der Highlander da ganz vorne mit dabei sind, das war so jetzt eigentlich nicht geplant. Ach ja, schöne Nachricht von unserer Ausrüstungsfront. Wir haben, ich weiß nicht wie oder warum, aber wir haben auf jeden Fall jetzt zwei neue Gauss-Geschütze im Lager liegen. Also irgendwo müssen wir die her haben. Wir haben zwei Gauss-Geschütze bekommen, zweimal Gauss-Munition bekommen. Werde ich demnächst mal gucken, in welche Mechs, dass ich die einbaue. Ah ja, hier ist das Landungspad. Das heißt, wir müssen hier durch. Das wiederum heißt, ich werde jetzt mal mit den Mechs das Ganze wohl rechts umgehen.
und den Stalker dann hernehmen und da mal reinstapfen. Allerdings, dass die anderen drei zumindest ein bisschen voraus sind und ja, mal gucken können, was da so ein bisschen auf uns wartet. Ja, der ganze Kram triggert ja erst, wenn ich in dem Feld drin stehe. Von daher ist es jetzt erstmal noch nicht so wild. Stelle ich mich da nochmal daneben. Und hoffe mal einfach mal, dass ich mich nicht verschätzt habe. Das ist momentan eher geraten als was anderes, dass wir in die Richtung dann über müssen. Sollte hier jetzt nicht irgendwas triggern? Ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Es sieht zumindest so aus, als wenn mein Plan nicht aufgeht. Ja, wir haben. Was haben wir denn? Hier kommt gleich ein Thunderbolt, der uns natürlich direkt oder auch nicht unter Beschuss nimmt. Ja, unser Konvoi muss hierher. Okay. In diesem Falle. Und zwei rechts rum, zwei links rum. Die Mechs sind voll gepanzert, das heißt, wir haben hier natürlich auch wieder erstmal ein bisschen was zu tun. Hier sehe ich noch zwei Sternchen, das heißt, da kommt dann auch noch was auf uns zu. Noch 65 Tonnen, 80 Tonnen Panzer. 80 Tonnen Panzer, das wird nett. Sehr nett. Einmal ein Schreck. Ah ja. Die erste Runde ist scheinbar, ich sag mal, frei für mich, wenn man so möchte. Lass mal natürlich alles reinholzen auf den Thunderbolt. Den Highlander werde ich jetzt mal auf den Shrek schicken. Muss er sich ja eigentlich. Lass mal noch mal ein paar Meter zurücklaufen. Ah, die sind wirklich voll gepanzert, das ist doch Mist. Und der hält das auch noch aus. Ja, wir sind mal wieder inspiriert, so wie das ausschaut. Unsere Leiste ist schon wieder bis zum Bersten gefüllt. Ich muss natürlich ein bisschen vorsichtig tun. Ich habe jetzt insgesamt mit den vier Mechs, habe ich 10 Mechs in Bereitschaft.
Zwei davon sind allerdings mehr, wie soll man sagen, B-Ware. Also jetzt nicht unbedingt das, was ich bevorzugen würde. Da sind noch 15. Ah, lassen wir mal zwei Laser weg. Dann baut er zumindest nicht so viel Wärme auf, beziehungsweise tut man ja gar keine. Das waren wahrscheinlich gerade die zwei Laser, die ich gebraucht hätte. Super. Kommt hier noch ein Sonderboot. Hoffen wir, dass der vernünftig trifft. Jo, geht auf jeden Fall gut Panzerung weg. Also ganz voll gepanzert scheinen die dann doch nicht zu sein. Hier stehe ich jetzt der KI ein bisschen im Wege, weil ich den Durchgang dicht gemacht habe. Was sich natürlich jetzt instant wieder rächt. Auf B nehmen wir die SRM und einen M-Laser. Das war zumindest mal der Shrek. Ich weiß nicht, was das da hinten dann ist. Entweder ein zweiter Shrek oder... Ja, der Demolisher mit seinen zwei AK-20 ist natürlich auch sehr beliebt. Nein, noch ein Shrek. Aber der hat noch ein paar Minütchen zumindest Zeit. Wenn ich mich hier in den Wald stelle, erwische ich den trotzdem. Eher schlecht als recht, nehme ich an, ja. So, einmal haben wir schon mal einen Arm zerstört, eine LRM ist beschädigt. Bringt uns, ja, wahrscheinlich nicht viel. Aber es ist zumindest schon mal Kleinigkeit, die diesen Mech relativ außer Gefecht setzt. Da seine rechte Seite offen ist, kann ich da den Rest im Prinzip auch direkt mit na, mit einem Stalker machen. Jetzt so. Den schicken wir erstmal da hoch. Der kann sich jetzt hier mit dem Schrecken mal ein bisschen vergnügen. Baut natürlich wieder Hitze auf ohne Ende. Das habe ich befürchtet, einfach weil es ein bisschen leichter ist. Ah nee, das war das rechte Bein, was wir da gekostet haben. Deswegen humpelt der jetzt auch so.
Ja, langsam aber sicher habe ich dann auch mal die Sprungdüsen für mich entdeckt. Lang genug hat es gedauert. Einen M-Laser lassen wir raus, zwecks Hitze. So, hätte es vielleicht auch ein bisschen weniger getan. Aber gut. Jetzt haben wir hier zweimal unsere Grashüpfer in der nächsten Runde im Rücken dieses Thunderbolt. Von vorne werden sie durch die schweren Mechs behakt. Im Prinzip muss ich eigentlich nur aufpassen, dass nirgendwo die Panzerung durchbrochen wird. Dann kann ich die in der nächsten Runde auch wieder einsetzen. Also im nächsten Gefecht, im nächsten Match. Wieder das Bein. Das war diesmal wirklich der Torso. Mal gucken, ob unser abschließender Angriff hier mit dem Stalker jetzt ausreicht, um den auszunocken. Viel Panzerung hat er nimmer. Hat schon gut einstecken dürfen. Das sind auch nur noch 105 Punkte. Da würde es sich vielleicht sogar anbieten, wenn ich das hier ein bisschen aufsplitt und die LRM-15er auf B schicke. Tut's auch. So, da haben wir einen Knockdown, der allerdings auch wieder dazu führen wird, dass er uns nicht viel bringen wird, weil es einfach der leichtere Mech ist. Ja, hier müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, S-Laser werden eigentlich tendenziell weniger Hitze produzieren als... Genau. Das heißt, wenn ich zwei M-Laser abschalte, komme ich weiter, als wenn ich zwei S-Laser und einen M-Laser abschalten muss. Die rechte Seite ist offen. Ja, den Stalker werde ich im Prinzip jetzt hier gleich mal mit durchjagen. Einfach aus dem Grund, ich erwarte hier ehrlich gesagt noch, dass irgendwas kommt. Also würde mich zumindest wundern, wenn es nicht so ist. Das reicht immer noch nicht. Okay. Dann so. Gut. Dann sind wir die zumindest schon mal los. Unsere Transporte sind alle sicher und safe. Das habe ich mir schon gedacht. Cisada, Hunchback, Thunderbolt, 75 Tonner. Tippe ich jetzt einfach mal auf den Orion. Aber hier bietet sich's wieder an. Ich habe hier zwei Schwerdemechs, die können sich hier davor stellen. Und ich habe hier zwei, auch Schwerdemechs. Gut, das sind ja Überschwerdemechs. Die zwei hier, die können sich hier rum mit ihren Sprungdüsen vorkämpfen und einmal direkt in den Rücken fallen. Damit sind die leichten Mechs eigentlich Opfer.
kommt unser Landungsschiff. Okay, das mit dem in den Rücken fallen, das wird nicht ganz funktionieren, so wie das ausschaut. Da hat mir die KI meinen Plan gerade ein bisschen durchkreuzt. Irgendwo schon mal durch. Ich tippe mal drauf, das war der Arm oder so. Aua. Okay, der muss weg. Das ist der mit der AK. Hier werde ich dann jetzt mal auch wieder etwas auf Sparflamme feuern. Das nehmen wir noch raus. Den hier nehme ich jetzt mal noch raus. Nee. Irgendwas, was richtig Schaden noch macht, was vielleicht auch ein bisschen besser trifft? Nee, habe ich nicht. Dann mache ich es jetzt so, dann habe ich in der nächsten Runde zumindest die Chance, mit mehr Wärme ja umgehen zu können. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Orion Standard. Ja, noch ein Treffer verkraftet das Fahrzeug nicht, dann sind wir unseren Bonus los. Das wäre ein bisschen doof. Kann ich aber effektiv auch nicht wirklich was gegen tun. Also da führt kein Weg hin, dass ich so schnell bin. Also da müsste ich schon wirklich eine schnelle Lanze haben, aber mit einem 50-Tonnen-Lanze weiß ich nicht, ob ich gegen sowas hier ernsthaft bestehen könnte. Ja, mit 65% oder 60% möchte ich nicht feuern. Dann lassen wir es erstmal bei den Raketen. Die restlichen Fahrzeuge sind, denke ich mal, dann auch relativ safe. Bloß wie gesagt, also die Geschichte hier mit der AK, die sitzt glaube ich im Arm. Ne, M-Laser, also in der Schulter dann. Die AK, die muss weg. Also so oder so muss die weg. Nicht ganz geklappt, wie es sollte. Ja, das, was die Sisada hier macht, das ist gefährlich. Wäre eigentlich gerne gesprungen und hätte jemanden in den Rücken geschossen, aber das funktioniert nicht ganz. Müssen wir hier mal noch eine Runde Hitze abbauen. Die zwei S-Laser auch mal raus. Ach du lieber Himmel.
Ja, das wird jetzt echt minimal, was die Grashüpfer hier beitragen können. Ich könnte höchstens mal wirklich Coolant Vent reinhauen, aber dann habe ich die Befürchtung. Ich habe da irgendwas gelesen, dass die Piloten dann eine Verletzung davon tragen. Und das möchte ich eigentlich im ersten Gefecht von dem mittleren Flashpoint vermeiden, dass ich gleich einen Piloten in der Krankenstation liegen habe. Jetzt ist es auch schon egal, ob wir jetzt noch ein zweites Fahrzeug verlieren oder nicht. Das war die Struktur. Damit ist einer unserer... Damit ist einer unserer Grashüpfer schon mal für die nächsten zwei Gefechte raus, weil Struktur wird nicht repariert. Bringt mir jetzt allerdings den netten kleinen Vorteil, dass der Thunderbolt wahrscheinlich jetzt das Zeitliche segnen wird. Er hat hinten absolut nicht viel und ich hau ihm hinten jetzt alles rein. Tschüss. Man dreht sich nie mit dem Rücken zu dem stärkeren Gegner. Was, der behält sein AK immer noch? Das ist ja unglaublich. Ja, nee, also wie gesagt, evakuieren werden wir hier jetzt nicht. Bis auf den Orion sind die Mechs alle ziemlich down. Also von dem Handspeck und von dem Caesar, da braucht man sich nicht mehr viel erwarten. Der einzige ist noch der Orion. Ja. Das machen wir gleich mit einem gepflegten Tritt. Der steht hier. Oh, der ist ziemlich warm. Das ist auch der für DFA. Das machen wir mal. Aber von hinten. Das war ein Fehler. Das wird mir jetzt, glaube ich, zum Verhängnis. Komme ich da hin? Komme ich da so hin, dass ich... Ja, kann ich. Also zwei Grashüpfer in der Ausstattung im Team. Ist auf jeden Fall interessant. Ja, wir nehmen jetzt mal... Obwohl, nee, brauchen wir bei dem gar nicht. Gezielter
gezielter Schuss reicht, denke ich. Ja, definitiv. Mit allem, das geht auch noch. Ja, das hat allerdings, glaube ich, ah doch, hat funktioniert, hat gereicht. Ja, dann kümmere ich mich hier jetzt erstmal um. Wieso kann ich auf den nicht schießen? Das ist ja doof. Na gut, dann muss es so gehen. Dann nimmt der Highlander jetzt die Sada und der Stalker nimmt einen Hunchback. Und tut's auch. Von der Hitze her sind wir am Limit. Ich nehme jetzt mal einen von die Laser raus. Der hat es wirklich überstanden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was mich allerdings ein bisschen wundert, warum ich auf diesen Hunchback überhaupt nicht feuern kann. Also da ist ja. Da ist ja keine Sichtbehinderung und gar nichts mehr dazwischen. Oder ist der nur noch eine leere Hülle, weil Strukturpunkte sehe ich auch keine. Die Sisada kann aber auch nicht im Weg stehen. Nein. Das probieren wir jetzt mal so. Irgendwie muss das ja funktionieren. Ah. Geht nicht. Ich müsste ihn sehen, aber es geht nicht. Gut, dann nehmen wir hier die LRMs raus. Der braucht nur noch. Also drei Laser sollten eigentlich reichen. Ja, so die Theorie. Die Praxis sieht meistens anders aus. Man sieht's. Hat nicht gereicht. Habe ich jetzt hier einen Bug oder was ist das? Ich kann mich sogar auf diese Fläche hier stellen. Irgendwas ist hier faul. Der steht noch. Er bewegt sich noch. Das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ich möchte mich aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt mit dem Rücken zu einem Hunchback stellen, der sein AK scheinbar noch hat. So, das war das. Okay. Sind wir durch? Ich habe keine Ahnung, was mit dem Hunchback los ist. Der steht irgendwie hier und ich war. Oder ich habe die Meldung verpennt, dass er draufgegangen ist wegen Munitionsexplosion oder so. Kann ja sein. So, noch schnell ein Salvage stecken und dann geht's gleich in die nächste Mission und für euch dann quasi die nächste Mission in der nächsten Folge. Wie gehabt. Wir haben bei einem der Grashüpfer irgendwo etwas Struktur verloren. Ah ja, hier. Die Hälfte der Struktur hinten. Ja, muss ich jetzt mal gucken, inwiefern man das jetzt reparieren kann, weil auch wenn hier durchgehende Drops angesagt waren, wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass dem eben nicht so ist. Deswegen lasse ich mich da jetzt mal überraschen. Den Orion nehmen wir mal mit zum Verkaufen. M-Laser Plus wäre mir lieber. PBKs haben wir ohne Ende.
SRM 4++. Gekauft. Die haue ich in einen der zwei Grashüpfer rein. Mit Zusatzschaden und Zusatzstabi-Schaden ist das Ding schon ziemlich geil. Ja, den L-Laser haben wir trotzdem gekriegt. Und ansonsten, ja, eine sinnlose PPK, die kein Mensch braucht. Ein TTS ist zumindest okay. Ja, meine Lieben, dann haben wir die erste von drei Missionen dieses Flashpoints durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Schaut gern auch bei den Fortsetzungen wieder rein. Würde ich mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Euer Sesam.